Hallo alle zusammen. Willkommen zur nächsten Vorlesung Multimedia Tools, Teil 2, diesmal zu den Grundlagen der Digitalisierung. Ja, hier ein kurzer Überblick. Zunächst geht es darum, was ist ein Pegel, dann die Dynamik, welchen Bereich kann also dieser Pegel abdecken, dann die Signalanalyse und die Grundlagen der Analog-Digital-Wandlung. Ja, also zunächst Pegelrechnung. Also hier geht es im Wesentlichen dann um zum Beispiel Dezibel, sehr wichtig zum Beispiel für die Audiosignalverarbeitung. Und das hängt zusammen mit unseren Wahrnehmungen, also hier die Wahrnehmung von Reizgrößen. Ein Sinnesorgan nimmt eine Veränderung ab einem bestimmten Intensitätsbetrag wahr. Das heißt, wir haben da eine Wahrnehmbarkeitsschwelle. Und der Unterschied steht zu einem vorangegangenen Reiz R in einem Verhältnis, dieses K. Also hier dieses Delta R, das wir brauchen, um eine Veränderung wahrzunehmen, im Verhältnis zur Größe des Reizes. Das ist dann zum Beispiel eine relative Zunahme. Zum Beispiel nehmen wir einen Gewichtsunterschied überhaupt erst wahr, wenn das Gewicht sich um ca. 2% verändert. Das ist ungefähr unsere Genauigkeit unseres Gewichtsgefühls. Zum Beispiel wirkt ein 50 Gramm Gewicht fühlbar schwerer, wenn das Gewicht um 1 Gramm ansteigt. Oder wirken 5 Kilogramm merklich schwerer, wenn das Gewicht dann um 100 Gramm ansteigt. Das heißt, das ist nicht konstant. Das ist hier immer relativ. Das heißt, unsere Sinne haben dann diese relative Genauigkeit. Ja, und so kommt halt auch der Logarithmus ins Spiel. Also wir haben eine Erweiterung unter deiner Annahme, dass k konstant und unabhängig von r ist, also diese relative Zunahme ist konstant. Dann können wir sagen, wir haben hier eine Empfindung und diese Empfindung, die können wir definieren als eine Konstante mal dem Logarithmus r durch r0. Und r ist dann hier der Schwellenreiz und R ist unser Reiz. Und das sagt dann ab, das gibt dann an, wie stark wir jetzt diesen Reiz R empfinden. Und dieser Logarithmus kommt da rein wegen diesem festen Verhältnis. Man erinnert sich, Logarithmus von einem Produkt ist die Summe der einzelnen Logarithmen. Auf die Weise können wir dann hier verschiedene Reize addieren. Ja, oder auch ein exponentieller Anstieg der Reizgröße R führt dann zu einem linearen Anstieg der Empfindung E. Das können wir hier sehen. Hier haben wir die Energie des Lichtes und hier haben wir die Hellempfindung von diesem Licht. Und wenn wir jetzt den Logarithmus auf die Energie des Lichtes ansetzen, dann kommen wir dann ungefähr auf eine konstante Zunahme bei der Empfindung, wenn das Licht halt entsprechend exponentiell zunimmt. Ja, Beispiel hier, der Logarithmus des Helligkeitssehens des Auges von Dämmerung bis hellen Sonnenschein, das ist ein Bereich von 2 mal 10 hoch minus 5 bis 10 hoch 6 Candela pro Quadratmeter. Das ist die Einheit für die Leuchtdichte. Und da sehen wir, das sind 11 Größenordnungen. 10 hoch minus 5 bis 10 hoch 6. Das ist ein Faktor von 10 hoch 11. Das ist also ein riesiger Bereich. Und diesen riesigen Bereich, den kann man effektiv durch diesen Logarithmus komprimieren in einen sehr viel kleineren Bereich. Dadurch, dass wenn wir einen starken Reiz haben, dass wir auch eine entsprechend größere Zunahme brauchen, bis wir überhaupt eine Veränderung bemerken, kann man das sozusagen komprimieren auf den Wertebereich, den unsere Nervenzellen weitergeben können. Ja, und das führt uns dann zu Bell bzw. Dezibel als Hilfsmaßeinheit. Das ist eine Verwendung, die perzeptiven Größen entspricht. Also sinnhaft bei perzeptiven Größen, also sehr großen oder sehr kleinen Größen und bei Verhältnissen. Und
Das kann man auch praktisch bei technischen Größen ansetzen, wie zum Beispiel Sendeleistung von Handy- oder Mobilfunkmast, weil eben das auch ein sehr großer Wertebereich ist und weil wir dann durch den Logarithmus, der bei Dezibel angewendet wird, die Multiplikation in eine Addition umwandeln, lässt sich mit diesen Größen leichter rechnen. Also hier ist ein Beispiel. Wir haben einen Mobilfunksendemast, der mit 80 Watt sendet und am Handy kommen davon ganz wenig an. 0, ganz viel 0 und 2 Watt. Da sehen wir schon, diese lineare Größe ist unpraktisch. Dann können wir es umrechnen in dB, in Pegelrechnung. Der Sendemast sendet mit plus 49 dBm. M steht hier für Milliwatt. Das heißt, dieses Milliwatt wird dann als Verhältnis genommen, also sozusagen als Vergleichsgröße. Und hier sind wir dann 49 dB über einem Milliwatt. Das kommt dann aus der Umrechnung von 10 mal Logarithmus Basis 10 von diesem Verhältnis von 80 Watt geteilt durch 1 Milliwatt. Ja, und das Handy, das empfängt dann minus 57 dBm, also hier auch wieder umgerechnet von dieser Größe auf dB. Also hier diese Größe geteilt durch 1 Milliwatt, darauf dann den 10er Logarithmus angewendet und mit 10 multipliziert, kriegen wir dann diese minus 57 dBm. Da sieht man schon, diese Zahl ist sehr viel handlicher als diese vielen Nullen hier. Ja, und das ergibt dann auch einen Pegelunterschied. Und dieser Pegelunterschied ist einfach diese Differenz zwischen diesen beiden Werten. Plus 49 minus minus 57 ist 106 dB. Und da sehen wir dann auch, dass dieses Verhältnis, diese Division durch den Logarithmus umgewandelt wird in eine Subtraktion. Das heißt, das ist auch etwas, was wieder sehr viel einfacher zu handhaben ist. Ja, oder wir haben zwei kaskadierte Verstärker. Sagen wir mal, ein Audioverstärker oder auch ein Handyverstärker am Mobilfunkmast. Einer hat eine 12-fache und einer hat eine 16-fache Leistungsverstärkung. Das heißt, Gesamtverstärkung ist 12 mal 16. Oder in Pegelrechnung, wiederum in Dezibel umgerechnet. Dezibel enthält den Logarithmus und das heißt, wir konvertieren jetzt von Multiplikation nach Addition. Dann haben wir hier diese dB-Werte und addieren einfach diese dB-Werte und kommen dann auf 22,8 dB Gesamtverstärkung. Also es ist wieder einfacher zu handhaben. Und deswegen wird diese dB-Angabe überall angewendet, wo es um Pegel geht. Einfach weil es praktisch ist. Ja, hier diese Formel, die ich gerade erwähnt habe. Das ist die Umrechnung von einem Verhältnis, Leistung 1 geteilt durch Leistung 2, also dieses P2, das könnte zum Beispiel diese 1 Milliwatt sein. Und P1, das könnten zum Beispiel diese 80 Watt sein. Das setzen wir dann hier ein, kriegen ein Verhältnis, wenden den Logarithmus mit der Basis 10 darauf an und multiplizieren dann mit dem Faktor 10 und dann kriegen wir die Dezibelnummer. Und wegen diesem Faktor 10 wird es auch ein Dezibel genannt. Ja, hier noch ein Beispiel. Das P1 könnte jetzt zum Beispiel 200 Watt sein, P2 könnte mal 100 Milliwatt sein. Und das heißt, wenn wir das hier einsetzen, kommen wir dann auf 33,01 Dezibel. Wir können es auch zurückrechnen, einfach diese Formel umstellen. Kommt man hier auf diese Formel, 10 hoch R in dB geteilt durch 10, durch dies hier, ist dann hier unser P1 durch P2. Also es geht in beide Richtungen. Also zum Beispiel, wir haben 23 dB, wir suchen dieses Verhältnis P1 durch P2 und einsetzen in diese Formel gibt uns dann 199,5. Ja, das ist auch wichtig, dass es in beide Richtungen konvertierbar ist. Ja, das führt uns dann zu dem Dynamikumfang, den man so begegnen kann. Das ist im Allgemeinen der Quotient aus Maximum und Minimum einer physikalischen Größe. Und wie wir gesehen haben, ist die Anzahl meistens in Dezibel hier. Anwendung zum Beispiel in der Audiotechnik, Optik, Handymasten und so weiter.
Verwandte technische Parameter sind das sogenannte Signal-to-Noise-Ratio. Das wird auch oft in Dezibel angegeben, das Verhältnis von Signal zu Rauschleistung. Dann Fremdspannungsverhältnis, Geräuschspannungsverhältnis, Quantisierungsrauschenverhältnis. Also immer Signal zu diesen Größen zum Beispiel. Ja, und hier eine Anwendung bei der Fotografie. Da haben wir auch einen sehr großen Dynamikbereich im Licht, wie wir gerade gesehen haben. Von Dunkelheit bis Helligkeit haben wir dann unsere 10 hoch 11 Faktor. Das heißt, viel zu groß auch für technische Systeme zu verarbeiten. Also hier könnte zum Beispiel das Original sein. Also Original in Anführungsstriche, weil wir können es ja hier nicht original darstellen. Dann hier wäre die korrekte Abbildung des Hintergrundes, sprich die Sonne. Also das könnte dann zum Beispiel ein Foto sein, wo man jetzt auf die Sonne fokussiert hat und da wird dann die richtige Helligkeit dann eingestellt. Oder wir sagen, wir möchten gerne die Wellen richtig belichtet haben. Dann stellen wir hier vorne auf die Wellen ein, hat aber zur Folge, dass die Sonne dann völlig überbelichtet ist. Und das ist, weil wir einen zu großen Dynamikbereich haben. Die Helligkeit der Wellen und die Helligkeit der Sonne, der Unterschied ist zu groß. Ja, und das ist der Dynamikbereich. Der Dynamikbereich des menschlichen Auges ist deutlich größer als der von Kameras. Und das menschliche Auge entspricht, sagen wir mal grob, 24 Bit von der Auflösung. Kamera haben wir üblicherweise 10 bis 14 Bit bei der Wandlung von analog nach digital, also von Licht auf Bits. Und da kommt als Begrenzung aber auch das Sensorrauschen dazu. Das heißt, es kann passieren, dass dann die letzten Bits nur mehr oder weniger zufällig sind durch das Rauschen des Sensors. Und deswegen haben wir real oft nur 8 bis 12 Bit. Ja, und deswegen brauchen wir eine Dynamikkompression. Also hier wird das so dargestellt, hier als Originaldynamikbereich von ganz dunkel bis ganz hell. Und den müssen wir jetzt abbilden auf einen geringeren Dynamikbereich. Hier nochmal ein Beispiel. Jetzt haben wir hier Belichtung von Vordergrund und Hintergrund. Hier sehen wir jetzt der Vordergrund. Die Halle hier ist jetzt korrekt belichtet. Im nächsten ist der Hintergrund korrekt belichtet. Und hier hätten wir mal beides. Hier sehen wir eine Kombination von Vordergrund und Hintergrund und beides ist da. Und das ist ein High Dynamic Range Bild. High Dynamic Range, weil wir mit einem hohen Dynamikbereich abbilden. Ja, das ist eben auch jetzt auch eine wichtige und immer mehr kommende Sache, dieses High Dynamic Range. Oft wird das so gemacht, dass Bilder einfach mehrfach aufgenommen werden mit verschiedenen Belichtungseinstellungen und dann intelligent kombiniert werden. Ja, das nächste wäre dann die Signalanalyse. Wenn wir jetzt sowas wie eine Blackbox haben, die etwas macht, eine Verarbeitung, zum Beispiel Abbildung, Dynamikbereiche oder Filtereigenschaften, dann wollen wir die gerne analysieren. Also nehmen wir an, wir haben jetzt ein Filter, was bestimmte Frequenzen rausfiltern soll und wir möchten gerne analysieren, was diese Blackbox macht. Und das machen wir mit der Bestimmung der sogenannten Übertragungsfunktion des Systems, abgekürzt H von F. F ist jetzt Frequenz. Hier kann man sich auch vorstellen, hier kommt ein Audiosignal rein, ein Gemisch aus vielen verschiedenen Frequenzen und dann kommt hier ein anderes Audiosignal raus. Zum Beispiel nur ein bestimmter Frequenzbereich wird durchgelassen und die anderen Frequenzbereiche werden gedämpft. Und das ist dann auch wieder ein neues Gemisch, Y von F. Ja. Und das kann man sehr effizient mit der Fourier-Transformation machen, diese Analyse. Die Fourier-Transformation, die transformiert vom Zeitbereich in den Frequenzbereich, das spricht. Das macht eine Frequenzanalyse. Und es geht sogar umgekehrt, dass wir vom Frequenzbereich wieder zurück in den Zeitbereich kommen können. Also hier sehen wir die mathematische Definition.
Wir haben eine Zerlegung der Zeitfunktion in eine Summe von unendlichen harmonischen Funktionen mit unterschiedlichen Frequenzen. Hier sehen wir jetzt das Original-Audiosignal x von t und darüber wird jetzt dieses Integral angewendet über alle Zeiten. Und wir nehmen jetzt nicht das Original-Audiosignal, sondern wir multiplizieren es mit dieser Exponentialfunktion e hoch minus j 2pi f. F ist wieder unsere Frequenz und t ist unsere Zeitachse. Ja, dieses f kommt hier vom Argument hier vorne, das heißt, für eine bestimmte Frequenz ist dieses f dann fest. J ist die imaginäre Einheit, das heißt, was wir hier rauskriegen, ist dann ein komplexwertiges Spektrum. Man kann das auch rein mit realen Zahlen ausdrücken in dieser Formel. Hier haben wir jetzt die Rekonstruktion f von t, also praktisch umgekehrt. Und hier haben wir Koeffizienten a, k und b, k, die entsprechen hier vorher unserem x von f. Die nennen wir jetzt a, k und b, k. Und davon haben wir jetzt auch unendlich viele, aber diskrete. Und das ist praktisch, wenn wir jetzt periodische Funktionen haben. Wenn wir also einen bestimmten Ton haben, mit einer Welle, mit einer bestimmten Periode. Und diese Welle hat bestimmte Formen, das heißt, wir kriegen dann harmonische Oberwellen. Und diese Oberwellen, die sind ja auch nur in festen Abständen, das heißt, das sind feste ganzzahlige Vielfache der Grundfrequenz. Dann können wir das hiermit darstellen. Wir können also hier unsere periodische Funktion f von t erzeugen. Eine beliebige periodische Funktion können wir damit erzeugen, indem wir einfach nur diese Cosinus- und Sinusterme mit den passenden Faktoren aufaddieren. Und die haben hier jetzt Vielfache dieser Grundfrequenz. Also wir sehen hier dieses k hier. Das wächst von 1 bis unendlich. Das heißt, wir kriegen hier bei k gleich 1 sozusagen die Grundfrequenz und bei den höheren k's dann die harmonischen. Das kann man sehr schön hier mit anschaulich in diesem Bild sehen. Hier haben wir dann unsere Funktion. Hier rechts haben wir jetzt den Frequenzbereich. Hier sehen wir jetzt die Frequenzachse. Geht jetzt hier 1, 2, 3, hier mal 5, 6, 7, 8. Das entspricht dem k, was wir jetzt gerade in der Formel gesehen haben. Und hier haben wir jetzt einen Sinus bei der Frequenz 1. Das heißt, hier haben wir jetzt unseren Frequenzbereich und hier ist jetzt der Zeitbereich. Das heißt, hier haben wir jetzt unseren Sinus mit der Frequenz 1. Können wir hier schön sehen. Und der besteht halt aus einfach nur diesem einen Sinuskomponente. Das heißt, hier haben wir nur in dieser Formel hier, hätten wir dann zum Beispiel nur dieses eine B1 da stehen und sonst nichts. Der Rest würde dann verschwinden. Ja, dann machen wir jetzt die Summe weiter. Jetzt haben wir jetzt nicht nur die Frequenz 1, sondern hier 2, 3. Hier haben wir noch eine Komponente bei der Frequenz 3. Und jetzt sehen wir, jetzt kommt noch ein Sinus mit der dreifachen Frequenz dazu. Hier sehen wir, das Ding schwingt dreimal, während der hier nur einmal geschwungen ist. Hier haben wir eine Periode, hier haben wir 1, 2, 3. Ja, und wenn wir die beiden aufaddieren, also den hier plus die dreifache Frequenz, jetzt allerdings mit niedrigerer Amplitude, was hier auch durch diesen niedrigeren Balken dargestellt wird, dann sieht die Summe so aus. Wir sehen, das ist schon deutlich anders und es nähert sich langsam einem Rechteck. Und dann nehmen wir hier noch einen dritten Sinus dazu, wiederum mit etwas kleinerer Amplitude, mit fünffacher Grundfrequenz. Das sehen wir hier. Das ist dieser resultierende Sinus. Wenn wir das alles aufaddieren hier, dann kommen wir auf diese Form. Wieder ein Stückchen näher an einem Rechteck. Und hier schlussendlich haben wir noch die siebenfache Grundfrequenz, wieder noch etwas kleinere Amplitude. Das hier ist das, was wir noch drauf addieren. Hier ist das Gemisch und hier werden wir noch ähnlicher zu dem Rechteck. Das heißt andersrum aber auch, dass wir zum Beispiel ein Rechteck oder fast rechteckige periodische Funktion zerlegen können in dieses Gemisch von Sinuskomponenten. Jetzt sehen wir hier, wir haben hier vier Sinuskomponenten drin.
die sich hier als dieses Frequenzbild darstellen lassen. Also hier haben wir die Frequenzachse. Jede Sinuskomponente hat entsprechend ihrer Amplitude einen Balken der entsprechenden Höhe. Und das können wir sehr gut jetzt nehmen, um Signale und Systeme zu analysieren. Input ist dann zum Beispiel hier unser Audiosignal, was zum Beispiel so aussieht. Und nach der Fourier-Analyse kriegen wir dann hier diese Darstellung der Frequenzkomponenten und deren Stärken. Genau. Ja, und dafür habe ich auch mal ein kleines Beispiel, ein Live-Beispiel, mal programmiert in Python. Und diese Programme, die sind auch auf dem Moodle von Multimedia Tools, kann man also auch selber ausprobieren. Und das führe ich doch einfach mal aus. Python. Und dann haben wir hier, haben es hier Waterfall. Das stellt jetzt nämlich das Audiosignal, was vom Mikrofon kommt, jetzt nicht als Balken verschiedener Höhe dar, sondern als verschiedene Farben. Das kann man hier sehen. Probier es mal aus. Das war zu laut. Dann muss ich die Lautstärke mal verringern hier. So, deutlich verringern. So, probieren wir es nochmal. Eins, zwei, drei. Ja, jetzt bei mir. Diese Farben. Die Frequenz wird durch die horizontale Achse wiedergegeben. Also hier horizontal haben wir wieder die verschiedenen Frequenzen. Ganz links sind die niedrigsten Frequenzen. Sie sehen jetzt haben starke Anteile, weil es jetzt gelb erscheint. Rot sind jetzt geringere Stärken, geringere Amplituden. Hier haben wir noch ein leichtes Pfeifen drauf durch die Rückkopplung. Deswegen hier ein stärkerer gelber Balken. Das heißt, so haben wir jetzt eine Darstellung über der Frequenz und wir sehen dann auch über der Zeit, weil das immer weiter nach oben geschoben wird. Das heißt, hier sehen wir auch alte Spektren mehr erscheinen. Und so kann man auch sehr schön zum Beispiel Sprache analysieren mit ihrer Grundfrequenz und den Oberwellen. Oder auch die Freifrequenzen sind auch weiter definiert. Nach rechts haben wir halt höhere Frequenzen und nach links dann tiefer. Okay. Also das ist dieses Spektrogramm ist auch durchaus etwas, was man für die Audioanalyse gerne verwendet. Eben aus dem Grund, weil man dann die verschiedenen Frequenzen, aus denen dann unser Gemisch besteht, genauer sehen kann. Okay. Ja, dann kommen wir mal zur Quantisierung und Abtastung. Also wenn wir jetzt ein Signal haben vom Mikrofon, also zum Beispiel meine Demo gerade, da ging ja das Mikrofonsignal erstmal an die Soundkarte. Und die Soundkarte, die macht dann die Abtastung und die Quantisierung. Also dieses Signal hier links oben zum Beispiel, das ist jetzt das Signal, was zum Beispiel vom Mikrofon kommt. Im Mikrofon bewegt sich eine kleine Membrane. Diese kleinen Bewegungen, die erzeugen dann kleine Spannungen. Und diese kleinen Spannungen haben dann zum Beispiel diesen Verlauf hier. Und hier, das ist ein Beispiel von einem Sinus. Das haben wir zum Beispiel, wenn ich pfeife. Dann kriegen wir so einen Signalverlauf. Hier die X-Achse, das ist Zeit, T. Die Einheit spielt jetzt keine Rolle. Ist egal. Das sind jetzt erstmal nur Abtastwerte, hier ist der erste Abtastwert, der zweite und so weiter. Und dann haben wir hier einen Signalverlauf. Und Abtastung heißt dann zunächst einmal, dass wir nur die Signalwerte an den Abtastzeitpunkten behalten und die Werte dazwischen vergessen. Die werden nicht gemessen. Also wir nehmen das Signal vom Mikrofon und messen die Spannungswerte nur zu unseren Abtastzeitpunkten. Und das nennt sich zeitdiskret. Hier sehen wir jetzt nummeriert die Abtastzeitpunkte.
Und das ist üblicherweise Bruchteile von Millisekunden, also ganz schnell hintereinander. Dazu kommt dann noch, dass die Soundkarte diese gemessenen Werte nicht beliebig genau darstellen kann, sondern nur mit begrenzt vielen Bits, was man hier ganz rechts sehen kann. Hier ist ein Beispiel von 3 Bits. Das ist unrealistisch wenig. Meistens haben wir 16 Bits von unserem Analog-Digital-Wandler, aber das lässt sich schöner darstellen in dieser Grafik. Das heißt, wenn wir hier 3 Bits haben, dann haben wir dann 2 hoch 3 sind 8 verschiedene Stufen oder Spannungen von 0 bis 7. Das heißt, jedes Mal, wenn wir eine Spannung messen, dann müssen wir runden zu dem nächstgelegenen Wert, den wir mit diesen 3 Bits darstellen können. Und das nennen wir dann Quantisierung. Das heißt, am Ausgang unserer Soundkarte haben wir ein zeitdiskretes und wertediskretes Signal. Wir haben in der Zeit abgetastet und wir haben die Werte abgetastet oder diskretisiert. Ja, und dafür spielt auch der Dynamikbereich eine große Rolle. Wenn wir nochmal hier gucken, mit diesen 3 Bits decken wir jetzt einen bestimmten Bereich ab. Mit diesem Bereich. Das heißt, wir müssen schon einen Eindruck davon haben, wie groß dieser Bereich überhaupt ist, den wir erwarten können. Und das kann man hier sehen. Dieses Diagramm, das sieht erstmal ein bisschen unübersichtlich aus, aber das stellt den Dynamikbereich des Gehörs, bei der Audioregie oder ein Audiosignal nach typischer Signalverarbeitung dar oder ein Signal nach einer Kassette. Naja, Kassette ist nicht mehr so ganz up to date, das war einmal eine analoge Kassette. Hier haben wir unten 0 dB SPL. SPL steht für Signal Pressure Level. Und 0 dB ist so gemacht, dass es an der Grenze, an der Hörschwelle ist. Threshold of Hearing heißt die Hörgrenze. Das heißt, bei 0 dB, alles, was die Größe 0 dB hat, ist nicht hörbar. Ja, und unser Hörbereich, our Hearing Range, ist ungefähr 120 dB. Das heißt, von 0 dB bis 120 dB Signal Pressure Level, also hier das Verhältnis von der Lautstärke bei diesem Level zum Verhältnis der Lautstärke, den wir jetzt an der Grenze, an unserer Hörschwelle haben, das sind ja 2 Werte. Wenn wir die beiden ins Verhältnis setzen und davon die dBs berechnen, kommen wir dann hier auf diese 120 dB. Und 120 dB ist sozusagen die Schmerzgrenze. Man könnte auch sagen, wenn wir 120 dB SPL haben, ja, wenn es weh tut, dann heißt das, unser Hörgehör ist permanent geschädigt. Also da sollte man nicht hinkommen. Da haben wir dann immediate hearing damage sozusagen. Ja, das ist also nur theoretisch. 90 dB SPL ist sozusagen die Grenze. Da haben wir gerade, das kann man, in gewissen Zeiten kann man das noch ertragen, ohne dauerhaften Hörschaden dafür zu tragen. Generell sagt man 80 dB SPL ist so die Grenze für dauerhaften Hörschaden. Also wenn man dauerhaft 80 dB ausgesetzt ist, dann geht es vielleicht gerade noch so, aber darüber kriegt man dann eher schon Gehörschaden. Ja, was haben wir noch? Typical Good Control Room Environment, 60 dB Range. Genau, also hier haben wir dann 50 dB dBA SPL. Das ist ein einigermaßen ruhiger Raum und diese 120 dB, das ist schon im Prinzip wie ein Düsentriebwerk. Also eigentlich schon zu laut. Ja, was haben wir hier? Ein Audio Signal after Mixing 90 dB Range. Ja, diese 90 dB, das ist, was man so üblicherweise für Audiosignale, für hochqualitative Audiosignale erwarten kann. Zum Beispiel von der Audio-CD. Da haben wir 16 Bit pro Abtastwert und diese 16 Bit pro Abtastwert ergeben zumindest theoretisch 96 dB Bereich oder Dynamic Range, Dynamikbereich. Ja, dann hier Kassette. Wie gesagt, das ist schon out of date. Da haben wir diese 60 dB Range und das kommt einfach, weil die Kassette analog funktioniert und da kommt immer das thermische Rauschen, das elektrische Rauschen dazu. Also hier Tape Hiss Noise Floor. Und das war am Anfang auch einer der Hauptgründe, zur digitalen Verarbeitung überzugehen, weil man dann diesen thermischen Noise Floor vermeiden kann.
Das heißt, da kriegt man einen deutlich größeren Dynamikbereich und hört normalerweise auch kein Rauschen mehr. Ja, hier nochmal ganz ähnlich. Hier ist es jetzt für den digitalen Bereich. Hier haben wir diese 96 dB, die ich gerade erwähnt habe. Hier ist die sozusagen die maximal mögliche Aussteuerung. Hier unten ist die Grenze durch den Analog-Digital-Wandler, durch den nicht-idealen Wandler, kriegen wir hier diese 96 dB. Tatsächlich haben wir hier unten dann immer noch Rauschen von irgendwelchen Einflüssen, Mikrofon, Verarbeitung, was auch immer, und kriegen dann einen geringeren dynamischen Bereich. Und kommt auch noch dazu, dass wenn man sich vorstellt, dass man hier ist zum Beispiel der minimale Programmsignalpegel, hier haben wir dann 20 dB plus diese 12 dB, haben wir 32 dB Abstand zum Wandler. Und dieser Wandler erzeugt durch die Quantisierung Fehler, die man als Rauschen hören kann. Das heißt, wenn wir hier nur diese 36 dB Signal zu Rauschabstand haben, das ist schon nicht besonders viel. Da würden die Leute dann den Lautstärkeregler aufdrehen und auf einmal wieder das Rauschen vom Quantisierer hören. Deswegen braucht man hier schon einen gewissen Programmpegel, um das zu vermeiden. Ja, gleichzeitig würde man aber auch nie an die volle Aussteuerungsgrenze gehen, weil wenn wir jetzt zufällig mal drüber gehen, das klingt dann sehr unangenehm. Dieses Klippen ist deutlich als Verzerrung zu hören. Deswegen hat man hier einen sogenannten Headroom, eine Reserve, um zu vermeiden, dass wir jetzt zufällig darüber kommen. Das heißt, hier nimmt man oft diese 10 dB als Sicherheitsreserve. Ja, jetzt nochmal zur Abtastung, zur zeitlichen Abtastung. Da muss man auch einiges beachten. Also zum Beispiel, wichtigster Punkt, wie oft man abtastet, mit welcher Frequenz. Wir hatten ja vorhin gesehen oder jetzt gerade, dass wir jetzt zu regelmäßigen Zeitpunkten das Signal vom Mikrofon messen. Jetzt die Frage, wie oft müssen wir das messen? Ja, und mathematisch beschreibbar ist dieses Abtasten, dieses Messen der Spannungswerte, dieses regelmäßige Messen als Produkt des ursprünglichen Signals vom Mikrofon, was wir hier mal x von n nennen, mal einer Sequenz von Abtastpulsen, die wir hier mal Delta von sorry, t minus nt nennen. Also hier haben wir ein Abtastintervall von groß T. Das heißt, wir haben hier eine Abtastung bei 0, bei t, bei 2t, bei 3t und so weiter. Das heißt, hier das gestrichelte ist das ursprüngliche Signal. Wir behalten aber nur die Werte an den Abtastzeitpunkten. Ja, und das kann man auch wiederum sehr schön mit unserem Frequenzbereich analysieren. Hier sieht man, was da passieren kann. Hier haben wir das Originalsignal. So sieht es im Frequenzbereich aus. Hier sehen wir jetzt, wir haben hier so einen kontinuierlichen Frequenzbereich und das ist, weil dieses Signal nicht periodisch ist. Das heißt, es hat keine definierte Grundfrequenz und diskrete Oberwellen, sondern hier so einen kontinuierlichen Frequenzbereich, so ein kontinuierliches Spektrum. Aber wir sehen, ab einer bestimmten Frequenz, Omega C, ist da nichts mehr. Das ist also hauptsächlich tieffrequent. Die hohen Frequenzen erscheinen da gar nicht erst. Und deswegen erscheint das hier relativ glatt im Zeitbereich. Dann haben wir hier unsere Abtastimpulse. Die können wir auch im Frequenzbereich darstellen. Da haben wir nämlich hier Omega S ist unsere Abtastfrequenz. Das ist sozusagen dann unsere Grundfrequenz, weil das ist jetzt wiederum ein periodisches Signal. Und wir haben da die ganzzahligen harmonischen. Also die ganzzahligen Vielfachen der Grundfrequenz sind dann die harmonischen. Und wir haben hier auch noch die Frequenz 0. Das kommt einfach, weil hier alles positiv ist, alle Werte. Ja, und wenn wir jetzt diese beiden Signale im Zeitbereich multiplizieren, dann weiß man aus der Theorie der Fourier-Transformation, dass das Ganze im Frequenzbereich miteinander gefaltet wird. Und gefaltet heißt hier, dass dieses Spektrum, was ursprünglich nur um 0 herum symmetrisch erscheinte, auf einmal nicht nur um 0 herum erscheint, sondern auch zentriert um jeden
von diesem Oberwillen unserer Abtastsequenz. Das heißt, hier sehen wir das, dass wir auf einmal hier diese sogenannten Alias-Komponenten oder spektrale Kopien bekommen, die jetzt verschoben sind, jeweils auf die Frequenz der Abtastung und der ganzzahligen Vielfachen. Ja, und das ist jetzt, kann ein Problem sein. Und dass es ein Problem sein kann, sieht man hier. Hier haben wir den Fall, wo die beiden sich gerade berühren, aber noch nicht überschneiden. Das heißt, man könnte jetzt das Signal wieder rekonstruieren, indem man diese Komponenten, diese spektralen Kopien, die außerhalb des originalen Spektrums erscheinen, mit einem Filter abschneidet. Die kann man hier mit einem Tiefpassfilter entfernen. Das geht, solange die sich nicht überschneiden. Wenn wir aber mit einer zu niedrigen Frequenz abtasten, dann schieben wir die übereinander und dann kriegen wir auf einmal hier eine Überlappung. Und das ist ein Aliasing, was wir nicht mehr wegkriegen. Wir können hier versuchen, mit einem Tiefpassfilter hier zum Beispiel abzuschneiden, aber dann kriegen wir immer noch diese Überlappung und die kriegen wir nicht mehr weg. Und das nennt sich dann auch Aliasing, weil das sozusagen ein Alias des ursprünglichen Frequenzbandes ist. Ja, und daher kommt das Nyquist-Shannon-Abtasttheorem. Wir müssen abtasten mit einer Abtastfrequenz, die echt zweimal größer ist als die maximale Frequenz, die in unserem Signalgemisch erscheint. Oder hier als Formel Omega S ist echt größer als zweimal Omega C. Also hier haben wir das Omega C. Wir sehen jetzt hier, wenn Omega S echt doppelt so mehr als mindestens doppelt, ja, echt größer als zweimal Omega C ist, dann haben wir hier gerade keine Überlappung. Nicht? Daher kommt das. Hier, da ist dieser Faktor 2. Ja, und das ist etwas, was man sich merken muss. Wir müssen abtasten mit echt größer zweimal der maximalen Signalfrequenz oder der Obergrenze des Signalgemisches, der Frequenzen in unserem Gemisch. Nicht? Und das zeigt auch wiederum, warum jetzt der Frequenzbereich so wichtig ist. Wir können jetzt zum Beispiel das Spektrogramm uns angucken von unserem Signal und gucken, bis wohin es geht. Was ist die maximale Frequenz oder was ist die Obergrenze, die wir annehmen? Und dann müssen wir das mit mindestens einem Faktor 2 multiplizieren und das ist dann unsere Abtastfrequenz. Und wenn wir das so machen, dann können wir das Signal nämlich wieder rekonstruieren durch ein Tiefpassfilter. Genau, das ist hier nochmal dargestellt. Hier haben wir das Aliasing, was erscheinen kann. Und hier sehen wir auch, dass wir meistens keine idealen Filter haben, sondern Filter, die eine gewisse Flanke haben. Nicht unendlich steil, sondern so einen gewissen Übergangsbereich. Hier kommen die Frequenzen durch, hier werden sie durchgelassen. 0 dB heißt Faktor 1 von Eingang zu Ausgang. Hier geht es langsam in den Sperrbereich runter. Und hier kann jetzt Aliasing auftreten, aber jetzt in diesem Fall nur bei minus 80 dB. Und minus 80 dB, das sagt man, das reicht schon. Und das sehen wir denn hier, wenn wir jetzt bei dieser Frequenz, sagen wir 24 Kilohertz, minus 80 dB Dämpfung erreichen, gegenüber unserem Durchlassbereich, da wo jetzt unser Signal sich hauptsächlich abspielt, dann müssen wir inklusive diesen Übergangsbereich, diese Frequenz müssen wir jetzt verdoppeln und das ist dann unsere Abtastfrequenz. Das heißt, wir können jetzt tatsächlich nicht unbedingt davon ausgehen, was ist unsere maximale Signalfrequenz, sondern wir müssen diesen Übergangsbereich noch mit dazu rechnen. Und das ist zum Beispiel auch der Fall bei der Audio-CD. Die läuft ja mit 44,1 Kilohertz Abtastrate. Die Hälfte davon wäre 22,05 Kilohertz. Das ist eigentlich für unser Signalgemisch zu hoch. Aber wir müssen ja noch diesen Übergangsbereich mit reinrechnen. Und wenn wir den mit reinrechnen, dann kommen wir mit unserem Signalgemisch vielleicht bis zu 16 Kilohertz. Und das ist dann wiederum realistisch. Genau, oder hier, wenn wir sagen, wir wollen jetzt bis 24 Kilohertz übertragen, was eigentlich zu viel ist für die Wiedergabe, aber für Studios interessant ist, dann müssen wir mit 48 Kilohertz abtasten. Ja, hier sieht man nochmal anschaulich, was passieren kann, wenn wir jetzt nicht oft genug abtasten. Hier haben wir ein Beispiel mit Frequenz 3 Hertz und Abtastfrequenz 10 Hertz. Das Blaue hier,
Die blauen Punkte sind die Abtastzeitpunkte. Und hier sehen wir, dass dieser Cosinus, dieser orange Cosinus, noch ganz gut abgetastet wird. Immer wenn er oben ist, haben wir ein paar Punkte und unten haben wir auch zumindest einen Punkt. Das passt also. Hier gehen wir jetzt aber hoch mit unserer Kosinusfrequenz auf 7 Hertz, haben immer noch die gleiche Abtastfrequenz und jetzt sehen wir, es ist kein Faktor 2 mehr. Und jetzt sehen wir hier, da tastet er ab, wenn er oben ist, hier tastet er ab, wenn er so ein bisschen noch unten ist, aber das nächste Mal, wenn er hoch ist, kriegt er gar nicht mehr hin, mehr mit und tastet dann wieder ab, wenn er hier unten ist. Das heißt, wenn wir diese Abtastpunkte verfolgen, dann sieht man hier, geht das hier langsam runter, dann geht es wieder hoch, bleibt dann hier oben, bleibt dann hier, geht wieder hoch und dann geht es erst wieder runter. Das heißt, hier kriegen wir dann eine Frequenz raus, die eigentlich viel tiefer ist als die tatsächliche. Und das passiert eben durch das Verletzen unseres Abtasttheorems. Ja, hier sieht man das Tiefpassfilter. Also hier sehen wir jetzt wieder unser ursprüngliches Signalspektrum und dieses schwarze Rechteck hier, das soll jetzt unser Tiefpassfilter darstellen. Hier mal ganz idealisiert als dieses Rechteck. Tatsächlich haben wir einen Übergangsbereich, das heißt, wir haben eine schräge Flanke hier. Und dieses Rechteck würde dann theoretisch im Zeitbereich so eine Sinkfunktion sein. Das ist aber nur theoretisch und ideal. Man kann das hier nicht realisieren, weil das eine unendlich lange Funktion ist. Ja, dann das Quantisieren hat auch Effekte. Genau, mir fällt noch ein, ich könnte hier zu der Abtastung nochmal meine Demo vorführen. Da gehe ich nochmal zurück auf mein Programm. So, hier haben wir das Spectrum Waterfall Sampling. So, hier können wir jetzt nämlich Sampling einschalten mit S. So, jetzt habe ich mal das Sampling eingeschaltet und jetzt kann man auch die Artefakte ganz gut hören von dem Aliasing. Ich habe jetzt das Abtasttheorem verletzt. Ja, ich habe jetzt also deutlich mehr Audiobandbreite, als meine Abtastung zulassen würde, weil ich jetzt die Abtastrate deutlich verringert habe. Um den Faktor 8. Und jetzt sieht man tatsächlich hier, am Anfang sieht man das originale Spektrum hier links. Und hier sieht man jetzt noch mehrere Kopien von diesem selben Spektrum. Das ist verschoben, erscheint das hier nochmal. Und auch wieder schön und symmetrisch. Man kann sich vorstellen, dass wir jetzt hier beim Originalspektrum haben wir nach rechts hin die positiven Frequenzen, aber nach links hin hätten wir dasselbe gespiegelt nochmal bei negativen Frequenzen. Und wenn wir das Ganze dann zu der Abtastfrequenz verschieben, dann haben wir diese symmetrische Form. Dann hier bei der ersten Oberwelle der Abtastfrequenz, der zweiten und so weiter. Ja, und so klingt das dann. Also diese hochfrequenten, chirpigen Artefakte, das ist Aliasing. Und das klingt sehr unnatürlich und das will man deswegen nicht haben. Und daher habe ich hier auch gleich mal einen Tiefpassfilter eingebaut, was ich hier aktivieren kann mit dem Key F. So, jetzt habe ich mal F für Filter. Jetzt ist eingeschaltet. Und wir sehen und wir hören, es ist Ruhe. Oder fast. Man sieht hier nur noch hier diese erste höhere Komponente bei der sozusagen die Grundfrequenz unserer Abtastfrequenz, weil mein Filter nicht perfekt ist. Das ist ein bisschen einfaches Filter, das ist da nicht perfekt, aber es klingt trotzdem deutlich besser, weil es noch hier schon deutlich gedämpft ist. Und hier sehen wir diese anderen harmonischen, die Oberwellen, die fehlen völlig. Es ist sehr gut gedämpft hier und das sieht man daran, dass es hier alles blau ist. Blau heißt, da ist praktisch keine Energie mehr vorhanden. Und wir haben hauptsächlich hier unsere Energie vom Original und so ein bisschen hier von der ersten Aliasing-Komponente noch. Also wenn man genau hinhört, würde man noch etwas Aliasing hören, aber halt nicht mehr viel. Aber dafür klingt das Ganze auch deutlich dumpfer, weil auf einmal jetzt die hohen Frequenzen fehlen. Und das kommt, weil ich jetzt die Abtastrate deutlich verringert habe, um den Faktor 8. Und deswegen auch die Bandbreite des Signals um diesen Faktor 8 verringern muss. Auf eine Bandbreite, die ungefähr oder noch ein Stück weniger als Telefonbandbreite ist. Und deswegen klingt das entsprechend dumpf.
Jetzt kann ich das Filter mal anlassen und die Abtastung ausschalten. So, So, jetzt jetzt hört hört man man mein mein Signal Signal nur nur die gefiltert, Filter, weil jetzt weil jetzt alle alle Samples Samples da da sind. sind. Klingt das Klingt das laut, laut, aber es aber klingt immer klingt noch immer noch dumm, dumpf. dumm. So, dann So. gehe ich da mal wieder raus. Also das zeigt, dass man das auch tatsächlich sehen kann, diese Alias-Komponenten, und jetzt kann man auch hören, wie es klingt. Also es klingt nicht gut. Deswegen wollen wir das vermeiden. Ja, also das zeigt, was passieren kann, wenn man das Abtasten nicht richtig macht. Jetzt kommen wir zu dem nächsten Effekt, nämlich Quantisierung. Da habe ich dann gleich auch noch eine Demo zu. Ja, also wir haben hier die Abtastwerte und wir können jetzt nicht beliebig genau darstellen, sondern müssen uns an unsere Genauigkeit unseres Analog- zu Digitalwandlers halten, nämlich wie viele Bits der hat. Hier, wie wir gerade gesehen haben. Und das heißt, wir haben ja Sprünge sozusagen in unserer darstellbaren Spannung. Ja, das funktioniert zum Beispiel durch sogenanntes Sample and Hold. Das heißt, kann man hier sehen, nicht? Da wird das abgetastet und so lange gehalten, bis der nächste Abtastwert kommt. Und hier wird er dann quantisiert, entsprechend der Quantisierungsstufen. Eine Quantisierungsstufe ist von einem Wert bis zum nächsten. Ja, und das könnte man dann auch als Funktion darstellen. Hier auf der horizontalen Achse in diesem Bild haben wir den Eingangswert x. Das ist der Wert, der Spannungswert vom Mikrofon. Und auf der vertikalen Achse haben wir den resultierenden Wert nach der Analog-Digital-Wandlung. Ja, und jetzt können wir sehen, wenn wir hier hochgehen mit der Spannung, erst haben wir den Wert 0. An einem bestimmten Punkt hier, wenn wir in der Mitte von dem Intervall sind, dann springt er zur nächsten Stufe und so weiter. Das heißt, unser kontinuierlicher Werteverlauf wird dann zu diesem stufenförmigen Werteverlauf, weil wir eben nur begrenzt viele Werte darstellen können. Und wenn wir die Differenz von diesen beiden nehmen, dem idealen Verlauf minus dem quantisierten, dann sehen wir, dass wir dann immer diesen Fehler kriegen, diesen sägezahnförmigen Fehler. Das heißt, der Fehler, der läuft dann immer zwischen minus einer halben Quantisierungsstufe und plus einer halben Quantisierungsstufe. Und weil das meistens so schön linear verläuft, heißt das, dass jeder Wert gleich wahrscheinlich ist. Und das kann man hier mit diesem Wahrscheinlichkeitsplot darstellen. Nennt sich auch Verteilungsdichte oder Wahrscheinlichkeitsdichte. Da sehen wir hier horizontal wiederum einen Wert. Und vertikal ist jetzt die Wahrscheinlichkeit für diesen Wert. Und wir sehen jetzt, dass innerhalb dieses Bereiches von minus dieser halben Quantisierungsstufenhöhe bis plus dieser halben Stufe ist jeder Wert gleich wahrscheinlich. Und jeder hat die Wahrscheinlichkeit 1 durch Q. Und das ist einfach, weil das Integral über diesen Bereich 1 ergeben muss, damit es eine Wahrscheinlichkeit ergibt. Ja, und das ist meistens ganz praktisch, dass man annehmen kann, dass es diese Gleichverteilung ist. Ja, und hier habe ich noch eine Demo für Quantisierung. So, dafür gehe ich dann erstmal wieder in mein Terminal. So, und hier habe ich jetzt ein Programm, was das Mikrofonsignal quantisiert und dann wiedergibt, sodass man hören kann, wie Quantisierung klingt, besonders wie zu grobe Quantisierung klingt. So, das machen wir mal aus. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. 3. 1, 2. Ja, also das Pfeifen kam wieder von der Rückkopplung, aber das Rauschen, was man dann noch gehört hat, besonders am Anfang, das war die zu grobe Quantisierung. Also das zeigt, was passieren kann, wenn man zu grob quantisiert, sprich, wenn man jetzt diese Quantisierungsstufenhöhen zu groß macht. Das heißt, diese Quantisierungsstufenhöhen müssen jetzt klein genug sein, dass man sie möglichst nicht hören kann. Und wenn man jetzt mal auf diesen Verlauf hier guckt, haben wir praktisch einen Fehler, der dieser Größe entspricht. Das heißt, wir haben praktisch ein Rauschsignal hier, was dieser Größe entspricht von einem Quantisierungsintervall. Und damit haben wir dann auch eine Rauschleistung und können damit eine Rauschsignal zu ja, Signal zu Rauschverhältnis berechnen. Und da sagt man generell, dass so mindestens 60 dB Signal zu Rauschabstand soll schon sein,
möglichst mehr. Und wenn man jetzt auf die CD guckt, da hatten wir bei den 16-Bit pro Abtastwert 96 dB Signal zu Quantisierungsrauschabstand. Und 96 ist schon ziemlich gut. Aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass man ja noch die 10 dB Sicherheitsabstand braucht und vielleicht hat man auch leisere Passagen dann im Signal, sodass man vielleicht nochmal 20 dB darunter kommt, dann kommt man schon in diesen Bereich von 60 dB. Also bei 30 dB wären wir dann bei 66 dB. Und das ist gerade noch okay, aber wenn man da drunter kommt, bei sehr leisen Passagen, dann kann es passieren, dass die Hörer dann die Lautstärke aufdrehen und dann kann man dann auf einmal das Quantisierungsrauschen wieder hören. Also deswegen muss diese Quantisierungsstufenhöhe und das Quantisierungsrauschen müssen klein genug sein. Ja, okay, das soll es dann für heute gewesen sein. Danke fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal.